Hallo YouTube, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich wurde getaggt und das ist jetzt ein Antwortvideo zu Sushi Duckful, zu seinen Tag Stuff About Gaming. Ja, und ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, ein Video zu machen dazu. Es sind fünf Fragen und die werde ich jetzt, ja, beantworten. Ich hoffe, zu deiner Zufriedenheit. Und ja, ich habe mir das immer hier alles aufgeschrieben. Die erste Frage ist: Welches ist dein meistgespieltes Videospiel und deine meistgenutzte Konsole? Tja, da muss ich mehrere Teile zeigen, weil ich habe eben mehrere Spiele damals sehr gern und sehr viel gespielt. Also meine meistgespielten Konsolen waren die PlayStation 1 und das N64. Für die PlayStation 1 habe ich sehr viel gesuchtet. Wandle Hearts ist so ein Rollenstrategiespiel. Klasse Game, finde ich besser als den zweiten Teil. Und spiegelt das ein bisschen. Und ja, ich fand die Story damals gut und ja, habe sehr gut, sehr viel gesuchtet. Dann ein Strategiespiel, Command and Conquer. Das gab es damals noch nicht auf Konsolen, nur auf PC. Und dann kam das auf der PlayStation 1 raus, ich glaube 1996, 97, Anfang 97. Ja, war was ganz Neues für mich und habe ich auch wie gesucht, wie ne, wie halt, stopp, gesuchtet wie ein Verrückter. Dann natürlich Final Fantasy VII. Auch sehr viel gesuchtet. Tolle Story, tolles Spiel. Kann ich euch empfehlen. Und dann auch ein paar andere Spiele, die ich sehr viel gesuchtet habe. Beziehungsweise am meisten gespielt habe. Resident Evil 2 natürlich. Das Spiel habe ich keine Ahnung, wie oft durchgespielt. Ziemlich oft. Ich glaube, das ist das einzige Spiel der Resi-Reihe, das ich über 15 Mal durchgespielt habe. Erst zur US-Version, dann die deutsche, dann mal für den GameCube, für den Sega Dreamcast. Ja, und mein Lieblings von Dino Crisis, also Dino Crisis Reihe, mein Lieblingsteil. Ich liebe den zweiten Teil. Ist mein Lieblingsspiel der ganzen Serie. 3 ist scheiße, 1 war gut, aber 2 ist actionreich und super. Und auf den N64 habe ich natürlich auch viel gesuchtet. Ach, gesuchtet. Am meisten gespielt. Super Mario 64. Klasse Spiel. Habe ich alle roten Münzen damals gesammelt. Und es hat damals 99, 95 D-Mark gekostet. Natürlich Zelda, der Legend of Ocarina of Time. Auch sehr viel gesuchtet. Auch ein klasse Spiel. Zu Weihnachten mal bekommen. Ich glaube 98. Im Multiplayer habe ich viel gespielt. Mario Kart 64. Mein Lieblings-Mario Kart. Mickeys USA Speedway. Auch sehr viel gespielt. Was aber im Multiplayer-Modus nicht so viel Spaß macht wie Mario Kart, aber ich finde es im Singleplayer-Modus sehr gut. Und natürlich Perfect Dark habe ich sehr viel gesuchtet, beziehungsweise sehr viel gespielt, am meisten. Und natürlich auch GoldenEye, aber das habe ich jetzt nicht aufgestellt, weil ich da nicht die Originalhülle von habe. Dann die zweite Frage: Welche Genre besitzt du die meisten? Von welchen Genre, Entschuldigung, von welchen Genre besitzt du die meisten Games? Ja, das ist eine gute Sa Frage. Ich glaube von Action Games und Rollenspiele und oder Adventure. Bin mir nicht sicher. Ich sag mal die drei. Dann die dritte Frage: Wenn du dich in einen Spielverein setzen könntest, welches wäre das dann? Ich glaube, dann würde ich Uncharted auswählen, weil ich finde die Charaktere cool und das Abenteuer. Ich stelle mir das richtig sehr cool vor, wenn man da in der Welt von Uncharted lebt mit Drake und Co. Und ja, ich stelle mir das eigentlich super vor. Sehr aufregend, sehr spannend. Action geladen. Ja, ich denke, das wäre dann Uncharted bei mir. Die vierte Frage war: Was sollte für dich das perfekte Spiel und die dazugehörige Collector Edition besitzen? Also ein gutes Spiel müsste für mich erstmal eine lange Kampagne haben, dann einen guten Koop-Modus, am besten auch offline, nicht nur online. Online sollte dir aber auch zur Verfügung stehen. Eine gute Grafik. Grafik ist nicht alles, aber wenn schon, dann denn schon, ne? Einen guten Soundtrack und ja, eigentlich wäre das. Und die Collector Edition sollte haben für mich, also erstmal hier wie bei Taktik.org, ein Soundtrack, ein Artbook, ein Steelbook wäre cool, oder sowas wie bei Castlevania, so eine Holzkiste. Mit so einer Maske, aber mir wäre eine Figur dann am besten, am liebsten so eine, ja, so ein Model Kit, so, dass man mit, am besten mit so einem Podest,
die man sich dann schön in die Ecke stellen sollte. Und die sollte nicht so teuer sein, die Collector Edition. So am besten 70, 60 € und das alles in einen haben. Ja, und es sollte eine Anleitung haben, finde ich. Also eine Anleitung ist für mich das A und O. Ja, und dann die fünfte Frage ist dann, auf welche Games, die demnächst erscheinen, freust du dich am meisten? Beziehungsweise wirst du dir zulegen? Habe ich mir auch aufgeschrieben. Also für die Nintendo Wii, Xenoblade, das ist bestellt. Das sollte eigentlich heute kommen, aber ist es noch nicht. Ich denke, dann kommt es morgen oder wahrscheinlich erst nächste Woche. Dann das neue Ace Combat, freue ich mich auch sehr drauf. Dann die God of War Collection, also die zwei PSP-Teile in HD. Dann Uncharted 3, ganz weit oben bei mir. Battlefield 3, Final Fantasy Type 0 oder wie das heißt für die PSP. Und eventuell sogar Gears of War 3, wenn ich dann schon mal eine neue Xbox habe, aber wahrscheinlich nicht. Ja, und jetzt sollte man ja auch Leute taggen. Dann tagge ich den Alfredo 987, den Wii Gaming Channel und zuletzt den Born Warred Hero, also den Blaze. Ja, ihr drei seid getaggt. Ich bedanke mich, dass ich getaggt wurde bei dir, von dir, Entschuldigung, nicht bei dir, sondern von dir, Sushi Duck. Ich will mal Sushi sagen. Sushi Duck. Sushi Duck voll. Und ja, ich wünsche allen meinen Abonnenten einen schönen Abend. Ich lade das Video jetzt hoch und wenn es noch heute oben ist, schönes Wochenende kann ich ja auch euch wünschen. Also wünsche ich euch ein schönes Wochenende, Leute. Seid friedlich, genießt den Abend, sollte es heute oben sein. Wenn nicht, dann schönes Wochenende. Es soll 36 Grad werden, mir zu heiß, aber ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende. Tschüss!